So, willkommen zur letzten Episode der For Honor Open Beta. Die läuft heute aus. Und letztes Mal habe ich euch ein bisschen Kensei 1v1 versprochen und das gibt's auch heute. Wenn ihr sucht, was mir bei Kensei aufgefallen ist, was auch in den Tutorial-Videos drin heißt, sein ganzes Kit dreht sich um seine 3. Also, seine 3 ist ein dritter Schlag der Combo, der eigentlich nicht blockbar sein sollte und richtig viel Schaden macht. Die Sache ist aber, man kann den parieren. Parieren wusste ich bis gestern auch nicht, wie geht. Man macht einen schweren Angriff, indem man in die Richtung blockt, kurz bevor der gegnerische Angriff sich mit dem Körper verbindet. Dann kann man parieren. Dadurch verliere ich als Kensei eine Menge Ausdauer. Teilweise mit einem einzigen Schlag von voll auf Ausdauer aus auf Ausdauer leer. Das heißt, den kann ich eigentlich nicht benutzen. Das heißt, alles, was bei Kensei noch übrig bleibt, sind die Sidesteps und die schnellen Attacken davon. Das Problem ist nur, die kann man sehr einfach blocken, wenn man weiß, wie die funktionieren. Nämlich, ich mache einen Sidestep nach links und meine Attacke kommt dann von rechts. Ansonsten kann ich nur noch Guardbreaks machen, aber die kann man, wenn man mal ein bisschen Reaktionszeit hat, auch recht leicht kontern. Das heißt, angenommen, ich habe einen guten Gegner, der wie der hier weiß, wie man parryt, bin ich gefickt. Und das war, was ich gesagt habe. Meine Ausdauer ist RIP. Jetzt kommt der Headbutt rein. Headbutt Stunlock. Guardbreak. Schmeiß mich runter, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Hier muss ich blocken. Wie gesagt, da parryt er mich und man sieht, meine Ausdauer ist fast komplett leer. Und alles, was ich jetzt noch machen kann, sind diese Sidesteps. Und jetzt hat er raus, wie die Sidesteps funktionieren. Das heißt, ich bin gefickt. Alles, was mir noch übrig bleibt, sind... das kann er auch kontern. Sind solche Sachen. Puh, da. Er hat meine ganzen Folgeangriffe gekontert, also geparried. Und alles, was mir übrig blieb, waren Sidesteps. Mehr konnte ich nicht machen. Immer mit diesen kleinen Schaden von Sidesteps. Ich bin mit Kensei jetzt mit den Sidesteps relativ sicher geworden, aber die Sache ist halt, ich kann nichts anderes machen. Sobald er die kontern kann, muss ich einfach auf seine Angriffe warten. Oh fuck. Hier will ich nicht sein. Ort, an den man nicht sidesteppen kann, da bin ich tot. Ja, da habe ich nicht schnell genug reagiert. Oh fuck. Ich da gerade ins Feuer. Puh, okay, nice. Aber da war auch meine Ausdauer weg. Das war knapp. Puh. Okay, also was ich mache, ich warte immer ungefähr bis er angreift, dann mache ich einen Sidestep. Schlage ihn einmal. Oder versuche einen Guard Break. Der Name. Ich hasse diese Map. Er macht wahrscheinlich wieder zuerst. Nein, macht er nicht. Kein Overhead-Angriff. Aber jetzt. Dann der Headbutt. Ach, das wollte ich eigentlich blocken. Ich kann nicht mehr sidesteppen. Oh fuck. Er hat sich gebufft irgendwie. Keine Ahnung. Ja, wenn ich in die Ecke gedrängt werde als Kensei, habe ich gegen den scheiß Kriegsfürsten keine Chance mehr. Da hätte ich jetzt einen Guardbreak versuchen sollen, aber da habe ich gepanickt. Okay, die Runde müssen wir gewinnen, damit wir noch die letzte spielen dürfen, ansonsten hat er gewonnen. Ja, immer zuerst.
den Overhead-Angriff erwarten. So. Sidesteppen. Den konnte er blocken. Da habe ich den Sidestep nicht oft genug variiert. Aber jetzt raus. Fuck. Fuck. Ich kann die noch nicht gut genug kontern. Da wollte mir ein Headbutt verpassen. Mich gerettet. Fuck. Jo, das war meine gesamte Ausdauer weg. Ich muss ein bisschen auf meine Ausdauer aufpassen. Das konnte er kontern. Okay. Aber da haben wir... Oh. Noch weggekriegt. Fuck. Da bin ich doch ausgewichen. Oh. Fuck, er hat Revenge. Ja. Das finde ich immer schön... das finde ich immer schön, dass sie Revenge eingebaut haben in One-V-Ones. Echt toll. Revenge ist ein Prinzip, das soll dazu führen, wenn man von zwei Leuten gedoubleteamt wird, dann hat man noch eine Chance, dass man beide aufnehmen kann, weil Revenge einem Stat-Boost gibt, man kriegt weniger Schaden, macht mehr Schaden etc. In One-V-Ones ist das Ganze ein bisschen wenig zielführend. Das Einzige, was es macht, ist... sorgt eigentlich dafür, dass jemand, der permanent zuschlägt und der Gegner permanent blockt, dass dann der blockende Gegner Revenge kriegt. Das heißt, angenommen, ich schlage immer wieder zu, so wie gerade eben, und der kann permanent blocken, kriegt er Revenge. Die Sache ist aber, das punisht nur Leute, die permanent zuschlagen und der andere, der permanent in der Verteidigung ist und eigentlich dominiert wird, der kriegt dadurch dann sozusagen wieder eine Chance. Die Sache ist aber, es gibt so viele Systeme wie Sidesteps oder Parries, die eigentlich schon dazu da sind, solchen Leuten zu helfen, dass Revenge da einfach nur unnötig ist. Also, man kann Revenge natürlich schon entgehen, wenn man seinen Angriff abbricht. Aber gerade eben war ich schon im Angriff, als er Revenge gekriegt hat und konnte nicht schnell genug reagieren. Okay. Ein Peacekeeper. Das heißt, Peacekeeper haben folgenden Vorteil. Überhead-Combos können die, wenn sie parryen, einen Konter machen, der richtig viel Schaden macht. Das heißt, was ich hier versuchen werde, ist ein bisschen mehr von der Seite zu arbeiten. Und ich werde meinen Überhead-Finisher überhaupt nicht benutzen, ähnlich wie letzte Runde. Letzte Runde konnte ich den nicht benutzen, weil der Typ sehr gut parryen konnte. Und da habe ich so gut wie keine Chance. Okay, sie kennt sich noch. Sie kann auch gut parryen. Aber kennt sich nicht noch so mit den Sidesteps aus. Das kann ich noch ein bisschen ausnutzen. Gut. Okay, was wir hier gesehen haben, sie kannte noch das Prinzip meiner Sidesteps nicht. Und das konnte ich jetzt ein bisschen ausnutzen. Die Sache ist nur, in der nächsten Runde wird sie mehr mit den Sidesteps von mir rechnen. Das heißt, ich werde mal versuchen zu sidesteppen und dann Guardbreak auszuführen. Oder einen Standardangriff. Aber mit normalen Angriffen werde ich da keine Chance haben. Ja, das
parried hat. Sonst wäre mein Stamina-Balken Grip gewesen. Okay, jetzt kann sie es parryen. Ich denke immer, Sidesteps helfen mir bei Guardbreaks. Tun sie auch normalerweise, aber hier war mein Timing nicht gut genug. Bei Guardbreaks habe ich noch das Problem, ich drücke immer einen Gegner Guardbreak, aber ich habe das Gefühl, ich mache es einfach zu spät. Okay, das heißt, keine Overhead-Attacken darf ich benutzen und ich muss Sidesteps machen und dann mit Guardbreaks arbeiten. Hier kann man jemanden extrem leicht runterschubsen, das hasse ich. Das macht den Kampf immer extrem kurz. Okay. Oh, ich will sie nicht runterschubsen. Okay. Da war die Range zu kurz. Okay, aber sie wollte mich runterschubsen, ja. Okay, damit habe ich es relativ nicht gerechnet. Dachte, das wäre mal ein Gegner mit ein bisschen mehr Respekt, aber okay. Ich denke, Gegner mit Respekt kann man einfach in einem Spiel namens For Honor nicht erwarten. Gehen wir lieber zurück zu Dishonored, da hatten die Gegner noch mehr Respekt. So. Aber naja, das ist eine Spielmechanik, ich kann ihr nicht verübeln, dass sie sie benutzt. Okay, da kam der Parry. Ich habe noch einen Lebensbalken mehr. Nevermind. Ich habe es geschafft. Okay, hier sehen wir, ich habe ein bisschen Sidesteps variiert. Joggen. Mal einen Sidestep nach vorne gemacht, da kommt der Angriff von oben etc. Aber Kensei hat gegen Leute, die parryen können, relativ Schwierigkeiten. Man kann als Kenzie noch den Finisher ändern, den dritten Schlag, zuerst von oben kommen lassen, dann von der Seite auf einmal, aber angenommen jemand hat schnelle Reflexe, dann bringt auch das nichts. Ah, wolltest du mich Garten recken? So. Da, das war meine 3 und sie hat geparried. Wenn man die recht einfach parryen kann und dadurch habe ich eine Menge Stamina verloren. Oh, nice Feint. Von einem Charge in Guardbreak. Ich sollte mal versuchen, nicht immer von derselben Seite den zweiten Angriff kommen zu lassen, aber das ist gar nicht so einfach. Da habe ich mal gewechselt die Seite, aber... Okay. Huh! Sehr schön. Kensei ist ein recht basic Charakter, aber wenn man mit dem trotzdem in späteren Kämpfen noch erfolgreich sein würde, ist gar nicht so einfach. Die ganzen Leute parryen wie blöd. Ah, verflucht sei jemand diese Parrys. Ja, der Wizard Parry. So, was haben wir hier? Heilung durch Exekution etc. Werd nicht noch ein Spiel spielen. Der guten Dame, sondern wir machen mal ein 2v2. Damit haben wir angefangen als erstes PvP-Spiel und ich finde, für die Open Beta sollten wir auch mal mit Kensei dann ein 2v2 beenden. So, und nach dem 2v2 werden wir auch Level 12 sein, so wie Nobushi. Mit Nobushi bin ich jetzt auch recht gut geworden. Aber Kensei ist halt so, das ist so ein Charakter, der ist relativ einfach zu lernen. Aber es ist schwer mit ihm danach noch erfolgreich zu sein, deswegen spiele ich ihn gern. Das ist mal eine Challenge. Mit Nobushi ist es relativ einfach, weil die Leute zurzeit noch nicht so gut sind. Das ist ja nur eine Open Beta, die 3 Tage lang läuft und mit Nobushi kann man Noobs einfach richtig zerstören. Wegen der Range. Einfach wegen der Range. Du bleibst lange weg und dann kannst du Sidesteps machen. Ähnlich wie mit Kensei, nur von viel größerer Entfernung. Oder... Du kannst einen Kick machen, der im Gegensatz zu Kenseis unblockable nicht geblockt werden kann, zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Den kann man zwar recht einfach sidesteppen,
Aber selbst dann ist kein so großes Problem. Warten auf Spieler. War das mein Partner? Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Bot als Partner. Nee. Okay, wir... Oh, ha, wir kämpfen gegen einen Ritter mit... Ist es Morgenstern? Ich bin mir gar nicht mal so sicher. Ich glaube, es ist Morgenstern. So heißt es. Ja, es ist Morgenstern. Und gegen einen Weggänger mit großer Axt. Zwei der Gegner, die ich am wenigsten mag, weil man bei denen eigentlich Parries braucht. Und ich kann Parries einfach noch nicht. Jo. Und das ist immer interessant, wer bei 2v2s die Leute double teamt und wer im Hintergrund dann wartet und das von überall auslaufen lässt. Wir kämpfen erstmal gegen den Wikinger, das wird interessant. Der Wikinger ist nämlich überraschend agil für... Okay, der kennt sich auch noch nicht so aus. Oh. Aber er wirft mich runter. Erstmal wow. Keine Ahnung. Ich finde, runterwerfen macht immer so die Experience ein bisschen kaputt. Du könntest eigentlich viel länger mit dem Gegner gekämpft haben, ein bisschen mehr von ihm sehen. Das wäre interessant, aber da habe ich ihm wohl ein bisschen Angst gemacht mit diesen wunderbaren Sidesteps. Aber unser Orochi gibt dem Ritter recht gut aufs Maul. Habe ich das Gefühl. Ich sehe zwar nicht das Leben vom Ritter. Nee, never mind. Ja. Wir wurden beide runtergeworfen. Also, in tödliche Orte geschubst. War aber keine Absicht. Nur glückliche kleine Zufälle. Runde zwei. Auch von aufnahmetechnisch gesehen ist es ein bisschen schade mit dem Runterwerfen. Sieht man nämlich ein bisschen weniger. Okay. Okay, der hat mich wenigstens nicht runtergeworfen. Aber er weiß, wie man parried. Okay. Fuck. Das hasse ich an. Jetzt hat er die Parries lang so raus. Oder auch nicht, okay. Jetzt haben wir noch den Wikinger übrig. Aber ich will den nicht bei den Stacheln bekämpfen. Okay, meinen Partner kann ich nicht wiederbeleben, der wurde gefinished. Okay, den hätte ich parryen müssen, aber den konnte ich auch sidesteppen zum Glück. Puh, da haben wir beide gekriegt, nice. Sidesteps OP. Sehr gut. Der Wikinger war ein bisschen zu aggressiv, der dachte, der kriegt mich. Ich glaube, mein Revenge wäre auch langsam fertig gewesen, hätte es zumindest sein sollen. Okay, bevor der mich wieder runterschubst, gehe ich mal hier hin. Ja, komm rum. Okay. Da konnte ich... Ich kann nicht parryen. Ah, ich kann nicht parryen! Oh, fuck. Huh! Oh, ja. Das tut mir leid. Okay, unser Roshi scheint ganz gut dabei zu sein. Jo, hat mehr Leben. Aber sollte jetzt nicht gefickt werden. Gibt es hier nicht irgendwo einen Hebel? An den komme ich nicht ran. Okay. Sieht nicht unbedingt so gut aus. Da war ich ein bisschen cheeky. Einfach hinten reingelaufen. Ach, hätte ihn noch wieder beleben können. Aber ich meine, wer schon so dreist ist und mit runterwerfen arbeitet. Von hier aus kann man nicht runtergeworfen werden. Er hat keine Stamina mehr, aber ich gebe ihm mal eine Chance. Das war jetzt am Anfang ein bisschen
dreist von uns beiden. Aber ich will nicht da kämpfen, wo man runterfallen kann. Okay, so sieht das Ganze aus, wenn man es nicht kontern kann. Zack! Sehr schön, so langsam komme ich rein gegen die Gegner. Oh, haben wir gut gemacht. Oh ja, nice. Sehr schön. Oh, das war mal ein netter Abschluss. Für dieses kleine Let's Play vor einer Open Beta. Würde ich das Spiel empfehlen, zu kaufen? Im jetzigen Status auf keinen Fall. Das Problem ist, ich habe teilweise dreimal das Spiel starten dürfen, bis ich überhaupt eine Instanz bekommen habe, wo spielbar war. Die ganzen Online-Bugs waren unerträglich, die Zahlen. Jawohl, nochmal, aber ich kann leider nicht. Jetzt ist erstmal Ende von der Aufnahme, nämlich die ganzen Zahlen waren teilweise komplett durcheinander. Hier oben sieht man so 17, 24, 19 Gebiete. Aber teilweise waren die Ubisoft-Server einfach nicht zu erreichen. Da hatten die Wikinger alles oder die Zahlen waren unendlich hoch oder alle waren auf Null. Also das Spiel an sich macht richtig Spaß. So ist es nicht. Das Spiel an sich ist sehr gut. Aber bis man erstmal das Spiel zum Laufen kriegt, da sind einfach zu viele Bugs drin, dass ich es jetzt für 60 Euro kaufen würde. Wartet lieber, bis sie das gefixt haben. Und wenn sie das gefixt haben, absolute Kaufempfehlung. Dann würde ich sagen, das war's. Ihr seid raus. Ich bin's auch. Bis dahin.